and lips like candy. Hair floated like water. Skin like velvet made the whole damn world slow down. She was a preacher's daughter. Never did what daddy taught her. And a rebel in her soul brought her to me. And the river was wide. She flowed from the mountain straight across a great divide. And her heart ran cold, but her love runs deep. She's fire on the mountain, wrecking everyone she meets. She's like rain when she rolls in, but that sunshine and a thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be still clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. It's not time for me to go. River has my heart, she's a keeper of my soul. On one side of the water, sweet everlasting grace. The other side could end your life and steal your breath away. She's like rain, she rolls in, but the sunshine and her thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be stone clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend, she's holding lightning in both hands. She rolls in, but the sunshine and her thunder makes the loneliest heart wonder if the ride is worth the pain. Might not be stone clouds inside. Oh, but don't you worry, friend. She's coming around the bend. She's holding lightning in both hands. She's like rain. She rolls in, but the sunshine and her thunder. She's coming around the bend. She's holding lightning in both. Hey guys, hier ist Nico von der Hee-Haw Picking Band aus München und ihr hört Country Radio Revolution mit Kurt Pinger und Sylvia Young auf LCR Radio. Saloon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wow, it really brings me down, knocks me off my feet. I got a rocking pneumonia and a boogie-woogie flu. Donnerstags. Wien 22, Wagramer Straße 79. See you soon. Im Saloon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Make no friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next, boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. Starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Country Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber Kurt Pinger. Now, here comes the music. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Bayou when I was a boy, growing up in Louisiana. We
four-room shotgun house, buddy, it was long and thin. I'd come home in the middle of the night, smelling like homemade wine. I'd go tippy-toeing past daddy's bed, hoping I could get to mine. Living in a shotgun house, living in a shotgun house. Sneaking in the back door, quiet as a mouse, living in a shotgun house. Always awake when I came home, and it was him that nearly got caught. I don't know why it never crossed my mind, I never did figure it out. He'd have to stay up late to father 13 kids, living in a shotgun house. Living in a shotgun house, living in a shotgun house. Sneaking in the back door quiet as a mouse, living in a shotgun house. Yo, wunderschönen guten Abend, es ist Mittwoch, Country Radio Revolution live. Recht, recht herzlich willkommen, liebe Freunde im In- und im Ausland. Ganz liebe Grüße nach Frankreich. Daniela Batos hört zu. Schön, dass du hier bist. Wunderschönen guten Abend. Ganz, ganz liebe Grüße nach Spanien, nach Deutschland, in die Schweiz und wo immer uns auch zugehört wird. Natürlich auch unsere Freunde in Deutschland und in Österreich, ganz klar. Ja, und liebe Freunde, und heute wird sie eine Stimme hören, die ihr, glaube ich, schon länger nicht gehört habt. Heute sitzt sie hier bei mir im Studio und wird auch ein bisschen mit euch plaudern. Liebe Silvia, du bist auch wieder mal live dabei. Ja, ich bin auch wieder mal live dabei. Grüß euch alle recht herzlich. Wir haben heute einen echt guten, super Musikabend, ja, weil ihr habt so gut ausgesucht, dass wir echt, wir haben 28 Lieder, das heißt, du darfst nicht so viel sprechen, lieber Kurti. Ja, du redest. Weil sonst geht sich das nicht aus. Also? Genau, das heißt, weniger reden und mehr Musik spielen, gute Musik spielen. Die nicht lernen, so wie der Georg Berner, die sind am besten jetzt einmal, dann, die müssen einmal aufstehen, get in line und mittanzen, mitspringen und mittanzen. Und wir fangen gleich mal an mit einer Gruppe, die gewünscht wurde als allererster Tanz, war das gleich mal da. Und zwar Groove Cake Factory. Und da komme ich gleich auf eine Veranstaltung zu sprechen. Und zwar am 28. April ab 18 Uhr in Herzogenburg werdet ihr die Groove Cake Factory live on stage hören mit den Western Cowboys. Weiter sind dort die Barbas Sisters, Vienna, Barbershop Quartett, ich hoffe, ich spreche das alles aus, falls man da Herr Gutmann zuhört. Und was mich natürlich auch sehr freut, die Paradise of Horses Line Dancer, Fashion by Katharina, große Tombola und eine große Tanzfläche wird auch dort sein. Aber die Silvia hat ja schon gesagt, weniger sprechen, mehr Musik machen. Genau. Und los geht's mit der Groove Cake Factory. When we were young and had a blast, conquer the world sometimes. Wish that nothing would change, never. And I loved her dear.
that love my life. She was pretty, both neat and gay. She calls me to rob the road highway. I robbed it, yes, I do declare. I made myself 10,000 then. Has no home. My sister says she's all alone. My wife, she's left with Dandy's face, with a broken heart and a baby face. Gästen im Studio. Also nicht verpassen, immer schön informiert bleiben. The Loon Donauplex. Steaks, Ribs, Burgers and Entertainment. Live-Musik Donnerstag bis Samstag ab 20.30 Uhr und Sonntag ab 12 Uhr. Wien 22, Wagramstraße 79. See you soon im Saloon. Friends in the pits and you take no prisoners. One minute you're up half a million in soybeans and the next boom, your kids don't go to college and they've repossessed your Bentley. Are you with me? The revolution starts now. We have to pass the bill so that you can find out what is in it. Turn those machines back on! You are about to enter the Peter Schiff Show. Show me the money! Live. Live. Free Radio Revolution. Jeden Mittwoch live von 20 bis 22 Uhr. Music, please. Euer Gastgeber, Kurt Finger. Now, here comes the music. Viel Spaß. All I knew I couldn't stop. Word got around.
wir steuern weiter, wir steuern aus. Wir schauen jetzt da, dass wir ein bisschen lauter werden. Nicht mehr lauter werden, dann für dich schreiben, dass wir dann wieder übersteuern. Aber danke, danke für die Hinweise, wir haben dich vor. Hier ist es so, wir haben uns jetzt ja, und umso lauter mehr reinkommen, umso besser ist es. Martin, danke, ja, wir haben da jetzt schon ein bisschen sehr im Rund. Aber es gibt schon ein bisschen mehr. So, weiter geht's mit dieser Musik. Abend aus Wien, recht herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr heute bei uns seid. Bei Country Radio Revolution. Live hier Mittwoch von 20 bis 22 Uhr. Ja, liebe Freunde, alle, die heute warten auf unsere Gäste, auf unsere Live-Band hier, schon hier. Die Musik leider enttäuschen. Wir haben jetzt ganz kurzfristig Absagen und ich würde jetzt da eine. Ja, sagen wir mal, wir machen heute eine gemütliche Sendung mit viel guter Musik. Also ich hoffe, dass ich die Musik heute die ausgesucht habe. Ihr müsst heute mit mir Vorlieb nehmen. Ihr wisst ja, letztes Wochenende war ja für einige ein schweres Wochenende. Country ist hier in Madrid. Ich bin erwartet worden mit einigen von unseren Pro-Girls, mit drei unserer Mädchen, die Steffi übernahm, haben dort wieder Konzert getanzt. Aber die Sieger, glaube ich, die haben da wenig geschlafen und viel gefeiert, weil die Zeit so ganz wird. Außerdem hat sehr viel Stress in der Arbeit und somit bin ich heute alleine für euch da. Ja, der Jürgen Spees hat gesagt, man vielleicht, dass ich heute singen und tanzen und so, dem ist nicht so. Aber ich habe halt große Möglichkeit, vielleicht dir Fragen zu stellen, mir irgendwas, was und vielleicht willst du irgendwas wissen über Country Radio Revolution oder das ganze Projekt LCR-Radio. Vielleicht von der Kritik oder was, was einmal schreibt, was euch nicht so gut gefällt oder natürlich ein Lob, könnt ihr mir sehr gerne heute mitteilen und wir können natürlich gleich hier live on stage ein bisschen drüber plaudern. Ansonsten habe ich einfach versucht, heute Mischung zusammengestellte Musik zwischen sogenannter Anführungszeichen klassischer Linebands, Country Music und Katalan. Es wird so eine angenehme Mischung sein, also für alle ist was dabei, das heißt, aufstehen, mittanzen, get in line und für die nächsten zwei Stunden euch allen viel Spaß und gute Unterhaltung. In this land of opportunity, we fight like hell to make an extra dime. It would surely get the best of me without hammering in my woman's eyes. It's the hammer in my woman's eyes that makes life set a better place to be.
meine Lieben. Sorry, der kommt jetzt, glaube ich, das fällt jetzt gerade auf, dass er sich verdruckt hat. Das ist noch immer umeinander gekliselt. Ja, aber der Herr Spees hat mich da aufgeladelt. Ja, aber das letzte Lied, das wir da jetzt gehört haben, Heaven in My Woman Eyes, ist ein Tanz vom Adriano Castagnoli und heißt Heaven in My Eyes. Und ja, ein wunderschöner Tanz dazu. Ja, aber der, was sich das früher gelesen hat, ich glaube, die Worte, weil er das schreibt. Ich muss anfangen mit dann natürlich, ihr wisst ja, wir haben ja jede Menge Zeit, und dann ist natürlich jetzt in voller Länge noch einmal nachspielen. Wir waren schon wieder gewünscht werden, dann spielen wir es natürlich für euch. Und jetzt hoffen wir aber trotzdem, obwohl ich das verkippt habe in der Hektik, dass wir uns jetzt besser hören. Und jetzt. Singen nicht, aber hören auf alle Fälle. Ja, recht herzlich willkommen auf Audi Tom Contour. Ein super Doktor, Musiker aus Ungarn, heute schon bei einem Kampfbrief-Meeting aus dem Bierhaus. Und am kommenden Samstag wird er auch wieder live in Hören zu sein. Und wir werden jetzt noch bis zum 21 Uhr halten. Schreib mir aber, dass so viele Hörer heute wieder hier sind. Wie gesagt, ihr müsst halt mit mir allein einen Vorlieb nehmen. Aber ich hoffe, das macht euch nicht so gut. Wie gesagt, folgt mir einfach heute und für mich mit den Fragen, Wolfgang und ich gerade so gern hier befragen. Und ich wäre so gut als möglich und gerne natürlich. Ich werde Fragen dann da abgeholt und sonst kommen und seid dann gemütlichen mit dem Sport und mit guter Musik. Und wie gesagt, wir machen halt so eine Mischung zwischen das früher genannt und ich gebe von euch weiter Platz und anfangen. Das ist die Musik, oder? Und dann muss ich dazu sagen, 3D, das haben wir ja. She swears that these four walls will drive her crazy. If I go out there singing for all the girls that I have loved before again, I think she only loves me for my will. Hier haben. Ich freue mich, dass mein Schatz wieder einmal so bei mir sind. In
gar nicht so moderieren. Ja, prinzipiell ja alle erkannt und mitgelernt, Canadian Storm. Ja, wie gesagt, ist einer von meinen drei Dates, die ich in den letzten 18 Jahren gelernt habe, aber so einigermaßen auch noch kann. Und ich muss immer wieder auf einen Versuch. Und ja, noch für mich glaube ich gar nicht allzu viel Klavier. Ja, ganz, ganz liebe Grüße auch nach Frankreich. Luis, recht herzlichen Dank. Freut mich, dass du wieder da bist. Und im April ist er ja in Österreich in Wien. Und werden wir schauen, wie du es kennst. Toll, wenn wir uns da vielleicht einmal irgendwann treffen könnten. Oder ich habe da ja einige Veranstaltungen auch schon gesendet, die bei dem Wochenende, wo du in Wien sein wirst, dann sein werden. Und vielleicht können wir uns ja dann irgendwo treffen. Ja, Veranstaltung ist so ein Stichwort. Es ist ja Wahnsinn, was da los ist. Wie gesagt, voriges Wochenende, viele, viele Freunde in Madrid, Country, Sierra. Ganz liebe Grüße an Laura und Super Dix. Und nochmal recht herzlichen Dank für das Heferl, was ich mitbekommen habe von der Silvia, habe ich natürlich
gerne im Empfang genommen und hat natürlich auch hier bei uns im Studio schon einen Ehrenplatz bekommen. Ja, und es ist ja Wahnsinn, was da so los ist. Neutreffel gibt es noch ganz, ganz tolle Veranstaltungen heuer. Dann haben wir natürlich, wo wir ganz stolz sind, schon wieder eigentlich ausverkauft. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt gar nicht mehr viele Plätze im August. Das Vienna Country Weekend in Wien, im Saloon Donauplecht. Die Third Edition auf das Molchuk Freien. In Slowenien werden wir heute noch, heuer noch sein. Wir werden noch in Ungarn werden wir noch sein. Und viele, viele Veranstaltungen. Ich möchte gar nicht mehr so vergessen oder was. Aber eine Veranstaltung möchte ich da ganz, ganz noch erwähnen. Und zwar schon mehr oder weniger in einem Jahr erst. Und zwar von 1. bis 3. März 2019. Die erwähne ich aus dem Grund, erstens einmal, weil ich weiß, dass die Lili heute bei uns zuhört. Lili, super, Dings, Puzzle, recht herzlichen Dank. Zu dir komme ich später noch, aber erstens einmal danke für die Frage, die werden wir ein bisschen später beantworten und dann müssen wir noch einen Song spielen. Ja, weil ich mich sehr gefreut habe, wie das Video aus Matschkant sein darf. Das ist aus dem März 2019 in Aachen, ein wunderschöner Salon. Das war Hagamhaus. Ja, da weiß ich, dass du auch wärst. Du holst ganz liebe Grüße dich von Wien in dem großen City-Salon, beziehungsweise nach Hagamhausen. Ja, und wie gesagt, da kennst du schon Tickets und alle Informationen aus einem Flyer von der Lili. Schaut euch das alles rechtzeitig an, das ist ein guter Jahr, das ist noch weit weg. Aber liebe Freunde, lieber rechtzeitig buchen, das ist dann ausgebrochen. Und wie gesagt, kann ich glaube, das ist wirklich toll, aber schickt uns immer eure Flyer, also eure Veranstaltungen, die wir sehr gerne werden. Ja, und der nächste Mal, glaube ich, werden einige von euch auch noch kennen. Pushing comes to shove and hey, I'm a fighter. Und
da am Donnerstag. Ja, und man darf natürlich bei den Veranstaltungen nicht vergessen, da gibt es noch Veranstaltungen, Crazy Bulls gibt es ja, und die Wüder, da gibt es das Beltfestival, dann gibt es Vogelera-Festival im Juni, was man natürlich auch nicht vergessen dürfte, unsere heimischen Veranstaltungen, Donnerstagfest und Friedels, knapp am Monat oder eigentlich so lange dauert es gerade immer, in ein paar Wochen dann, 1. Mai auf der Praterwiese, auch wieder eine tolle Sache, eröffnen wir dort dann New West. Und das Programm findet sich natürlich auch beim OMCCA. Ja, dann was gibt es noch? So Veranstaltungen, viele, viele so tolle kleine Country-Veranstaltungen, Musiker-Events, also wirklich Wahnsinn. Ich will gar nicht alles aufzählen, oder dass ich ja nichts vergieße und niemanden beleidigen würde. Wenn ihr aber eure Veranstaltungen hier bei uns bei Country-Events beworben haben möchtet, dann bitte schickt es mir per Privatnachricht. Das ist schon sehr, sehr viele jetzt auch nutzen und immer wieder schicken und wir tun das dann natürlich gerne in unsere monatliche Gruppe hineingeben und natürlich auch ein bisschen, dass wir live hier durchsagen um 21 Uhr. Aber Stichwort, liebe Freunde, Rogera Country Festival, ich möchte da nicht nerven, aber ich habe es früher gesagt, da gibt es ja ein tolles Voting, und zwar in 9 Kategorien kann gewotet werden für Choreografen, für Musik, das beste Radio, für Leinwandfunk. Die sind von einer Fachjury ausgewählt worden und jetzt schon wieder bereit. Das heißt, man kann jetzt bis 22. Juni voten, wenn ihr dann geht auf www.rogeracountryfestival.com. Dann kommt eine wunderschöne Seite, dort macht ihr einen Klick und dann müsst ihr euch bitte neunmal durchklicken und in eigener Sache natürlich bitte votet für Paradise of Horses, Leinwandfunk, Country, LCR Radio. Wir sind nominiert, das ist eine Freude, eine Ehre und wäre natürlich ganz, ganz toll, wenn man vielleicht das immer so diesen heißen würde. Also wenn man da vielleicht sogar, ich weiß nicht, bei Flamme so jetzt kommt. Also es sind jeweils 5 Nominierte in 9 Kategorien und wenn euch das so fad ist, wird es Zeit, dann geht es auf Rogera Country Festival. Bitte für uns. Voten würde uns sehr freuen. Ja, das ist aber natürlich ein rechtlich herzlichen Dank. So, und der nächste Gast ist einer, den habe ich auch gehört, den würde ich dann mit der Andrea Jung jetzt sogar machen. Wenn es uns wirklich gespielt, dann würde ich auch immer aussehen. Viele von euch werden das wirklich auch noch kennen. Ja, Red Hot Salsa. Right, and then you feel your body bend.
rock forward and back. And then you do it again. Then you bring mine to the right. Then you get me a body, babe. McDonald's. Well, I my little train and maybe put together. Get a red hot on our living room floor. When you swing your head and you do the sound, so drop you in the back of a single file. Then you do it again. You says to everybody, if it's not too much bother, why it's just you and me. Ja, ist ja nicht total, sondern da kann man ja so richtig schön die Hüfte schwingen lassen, was ich natürlich in der Perfektion kann. Ja, in letzter Zeit auch nicht mehr so, ihr wisst ja, man geht auf den 60er zu und das tut dann natürlich schon sehr weh. Weil, ihr habt ja vielleicht auch gesehen, auf Facebook habe ein bisschen gepostet, während ja lieber, jetzt muss ich Angst dazu sagen, weil irgendwer hat geschrieben, ich habe Flugangst und sie hat gesagt, irgendwer glaubt, ich habe Flugangst, das stimmt überhaupt nicht. Ich war wirklich, ich wusste, bringe das hoch an Hochbeet auf Sportbahn, weil ich ist die, also Flugangst, bin ich natürlich, aber ich muss Arzt sagen, was man so immer trifft, sondern muss ich ja tolle Veranstaltung gewesen sein und ich muss sagen, am liebsten war ich mit der Katja, hätte ich mich ins Auto gesetzt und waren dort. Wenn wir am Freitag wegfahren waren, waren wir sicher am Samstag auf dem Loft bei euch gewesen. Hätten dann den Konkurs angeschaut und waren dann wieder daheim gefahren, dass wir am Montag in der Früh zusammen. Aber ja, es stimmt schon. Also so der Flieger, so ist man nicht so ganz geheuer. Und einige haben es halt erkannt oder hat es die Silber gewetzt, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, auf alle Fälle soll ich euch ausrichten. Ganz, ganz liebe Grüße von GD Hank. Freut mich, dass du da bist und zurückkommst. Eigentlich war ich ja auch heute da, aber ich hab den heutigen Termin nicht ganz geklappt. Aber vielleicht können wir das ja mal nachholen oder wiederholen. Auf jeden Fall, Henrik, freut mich, dass du da bist. Und ja, durch zu und genießen mit der Musik. Ich sag mal deine Mischung, oder ich versuche gerne Mischung zwischen sogenannten klassischen Line Dance und Katalan so ein paar Lieder zu spielen und einige davon jetzt hier sicher kennen können auch mit tanzen und ja, wie ihr wollt sagen ja, ansonsten gibt es viel mehr zu sagen, ich grüße alle Leute zu mir gekommen, Hörer, Wahnsinn, was da heute los ist, muss böse sein, dass ich nicht alles beantworten kann. Irgendwer hat mal geschrieben, eine Frage, ob wir in Haag am Haus sind, jetzt im Mai. Ich muss gestehen, ich habe momentan alle Termine nicht im Kopf. Mein Terminkalender geht über Geduld. Leider müssen wir relativ oft und sehr viel auch irgendwo absagen, weil man einfach nicht kommt. Man kann das Zeit nicht ab, wenn die ausgehen und die werden sie dann sehen. Also was das Wochenende los ist, da habt ihr dann alle Mitglieder, die Wahl, wo ihr dann bin. Wishing it would fall, and I know my times are coming. I ain't in any rush. They'll flap my bones 6 feet below that old gray brown old brush. They'll flap my bones 6 feet below that old gray brown old brush. When the DJ played an old. Der Harald Schanal ist jetzt auch gerade da. Servus, freut mich, dass du da bist und da möchte ich dich weit vorausschauen. Auf den 5. Oktober 2018, da gibt es im Friedl Spiel so aus. Das ist zwar noch ein bisschen Zeit, aber ich kann nicht wirklich wieder ein tolles Kante haben. Ja, das ist im When I'm playing you, I am with you.
fries and cold beer on a Friday night. Have a big old a pair of jeans that fit just right and a radio. That's home. So clap your sweet tears can buy homemade wine. Where the peaches grow. My house is not much to talk about. I'm playing for you the best I can. But still, when love is grown and sudden ground, there's no air on this. And a little bit of chicken fry. Throw a bath of cake. Cold beer on Friday night. And a pair of jeans on the stage of life. And the radio. Precious child, and no mother's love. Funny how it's a little things in life that mean a lot. Not where you live, where you drive, or the price tag on your coat. There's no dollar sign on a piece of mind. The same come to know. So if you agree, have a drink with me. Raise glasses for toast to a little bit of chicken fried. Cold beer on Friday night, a pair of jeans that fit just right, and the radio. Oh, oh, oh. But I just need to see the love in my woman's eyes, feel the touch of my precious child, and the woman's love. Vorige Woche wurde ich gefragt, ob es gar nichts zum Gewinner gibt, und ich möchte mich da bedanken, wenn wer eine CD von uns gewinnt, werden uns immer die Fotos gleich zugesandt. Ist daher nicht so was da können wir immer gleich beweisen, dass auch wirklich die aber Gewinner ihre Geschenke bekommen, was eine ganz, ganz wichtige Sache ist, weil das wird natürlich seriös bleiben, und wenn ihr was gewinnt, dann solltet ihr den Preis natürlich auch erhalten, und da möchte ich mich bedanken, wenn ihr die Foto immer gleich uns schickt. Und ganz wichtig ist natürlich, heute gibt es wieder etwas zu gewinnen, und zwar haben wir eine CD bekommen, und zwar vom Harry Kutscherer. Und ich möchte mich auf diesem Weg nochmal beim Harry Kutscherer recht herzlich bedanken für die Spende. Und zwar, diese CD ist auch etwas ganz, ganz Besonderes, nämlich offiziell überhaupt noch nicht. Die CD-Präsentation und veröffentlicht wird
diese CD erst am 22. April. Wir haben das natürlich bei uns in der Veranstaltung, im Veranstaltungsgruppe schon gepostet. Wie gesagt, dieser brandneue CD und da gibt es eine Geschichte dahinter, die ihr dann natürlich auch bei uns hier nachlesen könnt. Und die CD erst als Geschenk des Himmels. Ja, und diese CD, die eine, was ich da in Hand habe, wie gesagt, der die heute gewinnt, wenn das mit der Post funktioniert oder es gewinnt, wer den wir wieder in der Nähe haben und öfters sehen, dann wird das so sein, dass ihr eine CD in Händen habt, die eigentlich, wie gesagt, erst am 22. April offiziell auf den Markt kommt und vorgestellt wird. Aber wie gesagt, das machen wir dann ein bisschen später, da haben wir die Spannung natürlich noch ein bisschen aufrechterhalten. Back in the hills, down in the hollers where the folks are real, living with the crazies and the old wildcats, sawed-off shotguns and coonskin caps. That's where I'm from, and I'm proud to say I'm from the country, and I like it that way. Everybody knows everybody's falling, tangled and tied over the edge. Out of my mind, hopelessly helpless. You don't need an invitation. Kick off your shoes, come on in. Yeah, we know how to work and we know how to play. We're from the country and we like it that way. We like it that way.
Ja, und heute vor einer Woche war ja die LG Brook letzten noch in Amerika Wochenende Madrid live Tristiera. Und ich muss sagen, da muss ich mir bei meinem Chat heute bei der Silvia Rechtkerz bedanken. Live so also wie live on stage, aber der Stefanie und die LG vielen anderen, die einfach natürlich alle neuen Livestream, die heute hier sind, bei dem Zeitalter, wenn man nicht sperrt, dann bei Facebook. Das heißt, das war eure Sendung. Ihr habt euch diese Songs alle gewünscht. Live immer noch, glaube ich, wo zu Hause ab jetzt zuschauen kann, was zwei weit, weit Personen, weg, das wir Flugstunden haben, aber das tut dann rasant ansteigen, passiert. Das heißt, das werden dann immer mehr. Und ich muss sagen, dass wenn man durch den Konkurs angeschaut, der da war, wo ja die Börse sofort wieder mitgemacht haben, mit einem ganz, ganz brandneuen Band. Ich würde sagen, ich bin jetzt nur ein Song. Dieser Band heißt auch dem Gastgeber Termine, wie man es wohnt. Wird es demnächst einen Bandschick geben und vielleicht würde den eigenen wer lernen. Die Wahl, und dann habe ich ein Video gesehen, muss anzeigen, ich traue mir das, das ist unsere, das wäre von meinen Kindern zu, die wissen, wir haben hier im Studio, ich tue ja rauchen und das brennt dann oft in den Augen und ich war natürlich auch nervös beim Livestream zuschauen und da hat man die Augen noch mehr gebrannt und da habe ich ein Video gesehen und zwar, das war für mich wirklich eine tolle Sache, der Travelers und meine Kinder, also die Pleiders und Forces Line Dancer, haben mir einen Tanz geschrieben im Februar. Wir waren ja da in Budapest, haben auch Wettbewerb getanzt, haben dort für mich den hervorragenden vierten Platz erreicht. In einem Lied, wo die Kinder am Anfang, glaube ich, nicht so ganz glücklich waren, weil sie eher wieder so zur Country-Musik zurück war, so mit Banjo und Zeigen. Aber sie haben da recht eine schnelle Tanz dazu geschrieben und ich muss auch sagen, vierter Platz war ich sehr, sehr stolz und wie ich dann gesehen habe, dass Lili und Mario dort mit ihnen diesen Tanz in Madrid getanzt haben, muss ich sagen, war ich schon sehr bewegt und sehr gerührt. Ich möchte mich auf diesem Wege nochmal bei euch recht, recht herzlich bedanken, liebe Lili. Super dicks Puzzle natürlich. Und was man dann auch gezeigt hat bei euch in der Gruppe, bei der Travelers in Facebook, hat ja irgendwer sogar gefilmt, wo ihr mit den Kindern übt. Das ist eine ganz tolle Sache für die Kids, einmal euch etwas lernen zu dürfen oder mit euch zu arbeiten. Aber wie gesagt, ich möchte mich damit recht herzlich bedanken. Mir gibt es schon gefällt, das Lied gut, der Tanz ist sowieso ein Limitless und würde uns wirklich sehr, sehr freuen, vielleicht, dass wir den Kids miteinander auch vielleicht tanzen können. Oder vielleicht sogar beim Jena Country Weekend. August. Und wie gesagt, das Video kann ich jetzt da im Radio natürlich nicht zeigen, hey, ganz klar. Aber ein Song, den spüren wir euch gerne vor. Ja, Lili, wie gesagt, du kannst es gerne aufstehen und noch einmal mitüben. A Limitless.
Daltern. Ja, ich würde den auch gerne lernen, aber mir ist er da um, weiß nicht, 80%. Ja, und auch am kommenden Freitag, den 30. Liebe März, Melanie, die Melanie Kramer ist auch da und die schreibt mir gerade per Privatnachricht. Super Session. Ja, das ist wirklich 4. Cool mit das Ganze Lili ist Mario Reigen zu tanzen. Hadikgasse 63, ich habe ja gesehen, sie 14, haben gestreut und in der Gemeindebezirk, und die vierte Auflage der Blues and Grass Super Session. Ich habe gesagt, sie hat in der Wohnung mit gehabt, Herbie, aber Dunkel, war Siege, ein tolles Fassel, Erlebnis. Einmal Helmut Mitteiger, Katharina, Benji Hösel. Ja, und eine Frage haben wir eine bekommen. Wie gesagt, ihr habt, ja, ich habe ja Blues am Anfang gesagt, Super Session, mit Fragen, 4 am kommenden Löchern Freitag. Und hätten wir ja die Chance, wie gesagt, ich bin ja alleine, ja, und hier weiter geht's am Samstag, mit den euch 31. März, dass, wenn ihr was wissen wollt, oder kritisieren möchtet, oder loben möchtet, Robert Schumi live im Dunner, das ist im 8. Bezirk, Florianengasse, 39, hier gleich live, ja, Robert Schumi live. So, eine Frage ist eine Kummer von der Lilli, wenn wir gerade von ihr reden, ich hoffe, du hast das brav mitgenommen. Weiters gibt es am Samstag ab eine Frage 20 für Uhr. Heute. Country und Music und Line Dance Fest erstmals in der Oldtimer Halle. Ja, und dort wird euch live, ja, unterhalten, genau, die Gruppe. Also wie findest 3G du die Katalan-Szene in Österreich? Wie gesagt, also ich muss sagen, erstens ist für mich immer so ein bisschen befremdet, wenn man jetzt so fremd ist, ein klassischer Line-Dancer. Und am Samstag gibt es auch noch Michael Bobisch im Prinzip Casablanca. Ist, sag, das Casablanca ist im alle ersten Gemeindebezirk Grabensteig 8. Ja, weil ich noch nichts gesagt habe, 23 Uhr, 30 Michael Bobisch live oder auch natürlich bei Veranstaltungen, die vielleicht bei uns sind. Wir versuchen immer wieder, ja, auch am Samstag gibt es Scotty Bear Live, Scotty Bear Live Wobble, im Weizsterclub, das sind so viele diese Extremfälle, Moos, das ist Wienerberg, zu tanzen, Wiener Straße 60, natürlich für mich 24, 33, dieses Katalan natürlich für unsere Jungen, in Niederösterreich, für unsere Mädels, Beginn ist um 21 das Tempo, Uhr, Scotty Bear Live. Hupfen und so, und das sehr, sehr gerne machen, wobei ich aber sagen muss, ja, und am Samstag weiß ich, weiß einiges ich bin los, weiter geht's mit der Kultband aus Floridsdorf, Flow Whale, und zwar Flowwheel beim heutigen. Aber es ist einfach so, dass ich der Katalan Jedersdorfer Platz 10 im 21. Also ich meine, wir waren da vor drei Jahren, waren wir da beim Belfestival, um 19.30 Uhr, wir haben da Flowwheel bei Igor Pasin, den kennt ihr recht bewundern, weil ja, und die Country und Western-Freunde, den Ausdruck war im Stil, also der Samstag, der den 31. März, zu seiner Live-Musik im Groß-City-Salon, hinein, und zwar der mit seinen Stil, und der hat uns damals, ich glaube, schon 3 oder 4, 30. Ja, reservieren wir bitte bei Gruber Harald oder Nummer 0664 61 89 685. Ja, wie gesagt, im Groß-City-Salon, Hag am Haus, Live-Musik, Daniel tanzen, sage ich jetzt mal, gestiegen wird, wie das jetzt gerade beim Katalan mit der Ferse gemacht und gestampft. Ja, und so einen Termin haben wir noch hereinbekommen für aber wie Dienstag, gesagt, den 3. April. Und da gibt es Bobisch und Bär im Casablanca. Das, ist eh ganz das Ganze beginnt um 21 Uhr, das Casablanca Wien, Rabensteig 8 im 1. Wiener Gemeindebezirk. Bobisch und Bär. Veranstaltungen, wie viele Leute, weil ich ja, oft nicht mehr spiele, in der Katalan wird eine und es wird natürlich dann auch getanzt. Und was natürlich mich auch gefreut oder was mich auch oft verwundert ist, wenn man sagen, auf dem Kurs bei der Silvia, wenn sie am Dienstag sagt, wir machen jetzt einen Katalan, sagen da jeder, oh, nein, nein, nein. Wenn du aber nicht sagst, das ist ein klassischer Katalan, ja, dann danach, das war jetzt der Katalan, jeder, wow, nicht? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, also für mich ist zum Beispiel das von das Church, also Josef von Lilly und Mario von Home Free, ist ein wunderschöner auch Katalan, aber ja, eine wunderschöne an sich langsame Nummer. Aber wie gesagt, zur Frage zurückzukommen, also die Katalan, ich habe praktisch kurz und das gefällt mir schon sehr gut. Und beim Katalan, was halt auch sehr auffällig ist, da tanzen wirklich alle, die draußen sind, den selben Tanz. Und das sind so Sachen, die hat man natürlich wirklich, das sieht man gerne, wenn ich mich erinnere, zum Beispiel auf Voghera vor einigen Jahren, wo da, ich weiß jetzt nicht, ich will da jetzt nicht viel Blödsinn reden, haben mich natürlich nicht so informiert, aber ich glaube, da haben 700 Personen denselben Tanz getanzt bei so einem Konkurs. Das ist dann natürlich schon eine Wahnsinnssache, wenn man dann nur sieht, weiße Hüte sieht und und ja, der Tanz war, glaube ich, damals von Adriano, also ganz, ganz eine tolle Sache. Aber ich würde sagen, wir spielen mal den nächsten. Ja, ich weiß jetzt nicht, Lili, ob das so jetzt einmal genügt zu beantworten, aber mein Empfinden ist eben so, dass ich eben einfach so Katalan, Line Dance, und die machen wir so. Alles gut. Here we go!
Fleißig mitgetanzt, also was ich vielleicht noch sagen möchte, das liegt mir am Herzen, das ist also so mein tiefstes Empfinden. Und wenn ich so sehe, ich liebe ja Maria, da dreimal aus die Bretzahn in Europa, wo die auf wie viele Workshops die machen, wie viele Tänze die kreieren, ja, die ja ganz, wir haben ja die Sendung gehabt mit Lilian und Mario, also die ja ihr ganzes Leben jetzt auf dieses Tanzen hinausrichten. Und zwar man muss aber auch sehen, dass ja die zwar nicht nur, ja, sie sind gute Tänzer, aber die dann ja irgendwo im Ausland natürlich auch rot-weiß-rot hochhalten. Und das muss man schon sagen, und die muss man sagen, wir sind ja stolz und einfach drauf, dass wir bei den Auftritten im Ausland, nicht für Paradise of Horses allein nicht tanzen, sondern einfach im Ausland eben auch Österreich vertreten und einfach zeigen, dass wir in Österreich, in einem kleinen Land, und wir sind ja kein so südländisches Temperament, aber trotzdem auch immer wieder mitspielen und liebe Mario machen hervorragende Tänze, wir schneiden relativ gut auch immer wieder, und es ist ja einfach schön, dass österreichische Alleindänzer in dieser großen Katalan-Welt, sage ich jetzt mal, da mitspielen dürfen. Ich glaube, auf das müssen wir wirklich alle stolz und dankbar sein, dass wir da mitspielen dürfen. Das war mir auch noch ein Anliegen, einmal wirklich zu sagen. Und vielleicht seht ihr das eher so ähnlich wie ich, aber ich finde es einfach, es ist einfach schön, in dieses Rot-Weiß-Rot einfach im Ausland auch vertreten zu dürfen. Ja, eine nächste Frage ist reingekommen, die ich jetzt beantworten müsste mit einer Sondersendung. Das heißt, wir müssten die Sendung jetzt benennen. Wie Fennige, was also die Entstehung von LCR Radio und Country Radio Revolution. Die Frage kommt von der Vanessa Jurizek aus Deutschland. Und zwar schreibt, hallo Kurt, ich habe auch eine Frage. Wie bist du zum LCR Radio gekommen? Liebe Vanessa, das ist eine ganz lange Geschichte. Die wird jetzt den Rahmen dieser Sendung hier sprengen. Aber falls mich interessiert, versuche ich jetzt einmal hier die Kurt-Version zu machen. Ich habe vor circa 5 Jahren haben wir in Deutschland gemacht. Das war noch damals Radio Convoy, Howdy Folks, an meiner Seite Frankie 14. Wir haben damals einfach Lieder gespielt, wir haben über Veranstaltungen gesprochen und haben mehr oder weniger mit Spaß und guter Laune einfach 2 Stunden versucht, unsere Hörer zu unterhalten. Ja, dann war die Sache, das war dann aus, wir haben dann keinen Stream mehr gehabt, wir haben dann in Deutschland das Radio auch nicht mehr gehabt und
die Idee ist gekommen, ich muss einfach weitermachen. Ich will Radio machen, ich habe einfach Freundin an einem Zimmer mit 7 Aquarien, 20 Blumenstück, alles irgendwie ein bisschen. Also, es hat ausgestattet wie ein Museum, erinnert überall, aber Paradise of Wars ist. Also es war kein Quadratzentimeter Mauer frei. Und am Ende war es einfach so, dass wir dann gesagt haben, ich will das weitermachen. Und dann haben wir jetzt gesagt, wie tun wir? Dann ist der Haas gekommen, der Günther, der Haas, und dann hat gesagt, jetzt machen wir jetzt da Radio, NCR-Radio. Und damit er nicht mitmachen möchte, mitspielen möchte, ne? Sag ich, naja, ich habe dann in Frankie gefragt, weil ihr wisst ja, Frankie fährt den ja schwer unterwegs mit seinen Bands und mit seinem musikalischen Engagement, der hat ja auch wenig Zeit und jeden Mittwoch daherfahren und Sendung machen ist nicht so ohne, aber da Fritz aus Heidenreichstein, falls er zuhört, Servus Fritz, der hat es da mit mir gemacht und wir haben da auch, glaube ich, eineinhalb Jahre wunderschöne Sendungen gemacht, haben da, ja, es haben schon einige Leute zugehört, aber es war halt auch so, wo man sagt, ja, es ist schon eineinhalb Stunden herfahren, zwei Stunden Sendungen machen, eineinhalb Stunden heimfahren, jeden Mittwoch war halt für den Fritz dann schon sehr, sehr anstrengend. Ja, nächster Schritt war dann, ich war radiosüchtig, ich will das weitermachen. Wir haben dann gesagt, okay, wir machen aber nicht mit LCR Radio, sondern wir versuchen, dass es da Günther praktisch Sendeplatz gibt, jeden Mittwoch zwei Stunden und wir machen da praktisch live. Und die Silvia und ich, wir machen das jetzt da. Aber liebe Freunde, so wie es mir heute natürlich geht, es ist ja nicht so einfach, gute Musik zu bringen, zwei Stunden, das geht ja, aber zwei Stunden zu sprechen und dass das auch für euch Zuhörer interessant wird und nicht zu fad wird, das ist auf Dauer natürlich schon anstrengend. Was erzählst du, dass die Leute zwei Stunden hier beim Spring dabei bleiben? Ja, Silvia und ich haben es dann gemacht. Silvia hat dann gesagt, das bringt uns viel. Sie weiß auch nicht, was tun sollte, also was machen wir. Und dann war die Idee, die ich gefragt von den Wicked Wildcats. Die wohnt da in der Nähe, sag ich, erst magst du mit mir Country Radio Revolution. Sie hat gesagt, ja schon, einmal, aber nicht öfter, weil jeden Mittwoch herkommen ist natürlich auch anstrengend. Ja, dann haben wir es gemacht mit der Kitty von The Wicked Wildcats und wir hatten relativ viele Hörer dann auf einmal schon, mit einer Livestream, mit einer Musikerin, die viele Wiener natürlich und auch ausländische Freunde bereits kennen. Ja, der zweite Schritt war dann, na gut, dann machen wir es rum, wir laden hin und wieder Künstler ein. Der nächste Schritt war dann der Teufelsgeiger Wolfgang Schanig, den natürlich auch jeder kennt. Ja, und da haben wir das erste Mal, glaube ich, über 100 Hörer gehabt. Das war für uns natürlich damals, boah, heute echt ja, der Erfolg. Und ja, wir haben dann gedacht, weiß nicht, versuchen wir einfach wirklich Künstler einzuladen. Zum Anfang waren es natürlich viele Bands und Musiker, die wir privat kannten, persönlich kannten, besser kannten. Die kann man dann natürlich leicht anfragen, ob sie in ein umgebautes Kinderzimmer kommen und sagen, machen wir da zwei Stunden Radio mit einem Skype-Mikrofon um 15 Euro. Ja, und so ist das dann eigentlich gewachsen. Also mehr oder weniger. Und jetzt ist es so, dass wir jetzt Mitte April eigentlich voll sind bis Ende September. Jeden Mittwoch einen Gast, einmal im Monat Wunschsendung, wo ihr eure Wünsche uns schicken könnt. Und ich hoffe einfach, dass euch das wirklich gefällt und wir jetzt da immer wieder Musik und Künstler bieten. Und da möchte ich aber eins sagen, wir haben natürlich oft Kritik, Kurt, du bist Country Radio Revolution, Country, du bist oft mit deinen Musikern weit weg von Country. Ja, es ist jetzt, wie gesagt, ich bin sehr überheblich und lehne mich aus dem Fenster. Es ist natürlich auch ein Künstlerporträt. Wir haben wirklich viele, viele sehr, sehr gute Musiker da von Soul, von Blues, aber die natürlich auch ihr Handwerk beherrschen und ist natürlich auch toll, über solche Musiker etwas zu erfahren. Und Country ist ja ein weiter Begriff, kennt ja irgendwie alles dran. Das ist natürlich hochinteressant, aber so, dass die Musiker, man sieht, sie sagen Servus, sagt Vierte, man weiß nichts dazwischen. Was machen sie vor der Musik, was haben sie vorher gemacht? Haben Sie Hobbys etc. Und ich hoffe, dass euch das von sehr weiter weg ist von Country. Aber es geht dann, wie gesagt, es ist einfach ein Künstlerporträt und wir erfahren natürlich viel über unsere Gäste. Liebe Vanessa, ich hoffe, du das jetzt so halbwegs verständlich erklärt. Und das war jetzt so ein Kurzquerschnitt. Man könnte über das jetzt sprechen, über zwei Stunden, wie du auf jeden Fall einen Günther hast. Sehr dankbar, dass er uns diesen Stream hier zur Verfügung gestellt, jeden Mittwoch zwei Stunden für Country Radio. Weil ohne LCR gibt es natürlich nicht, wie ihr LCR Radio, ihr wisst ja, rund um die Uhr, jeden Freitag, Österreicher Tag. Und das ist mittlerweile das LCR Radio mit unserer Sendung Country Radio Revolution in diesem anderen Sinn. Es gibt ja was aus Deutschland, ihr Moderator. Es gibt ja am Sonntag vom Harry Schalk die Sendung über Katalan, wo ihr über Line Dance, wo ihr wieder super Musik hört für die Line Dancer. Auch eine große Bandbreite von klassischen Line Dance bis Katalan. Ja, und Österreicher Tag am Freitag habe ich schon gesagt, nehmen Sendungen, der Günther macht was, immer wieder kommen neue Sendungen dazu. Und wie gesagt, 24.
Country-Musik für euch. Ja, das Video sammeln wir da mit Country Radio Revolution. Wir hoffen, es gefällt euch so. Und wenn es euch gefällt, dann bleiben wir natürlich gerne dabei. Der man sehr am Herzen liegt. Eins ist natürlich klar, LC Radio, du da hast, der das Ganze ins Leben gerufen hat und ausgehört. Aber LC Radio kichert natürlich nicht ohne den Alfred, der diese ganzen Lieder mal mit Rechnen spielt.
ECR-Radio ist 24 Stunden rund um die Uhr, das heißt, das muss ja alles bestimmt werden. Die Musik wird eingespielt, ausgesucht. Das macht der Alfred, das sind Stunden, die da draufgegangen. Dann den Veranstaltern am Sound von ECR-Radio. Es ist immer dabei der Erwin, der Fotos macht, Videos macht, die da in mühsamer Kleiderwelt schneidet und dann eben auch postet. Das darf man alles vergessen und kann für ihr Radio Revolution. Aber mein Schatz, ich werde hier durch die Hauptarbeit eigentlich. Das ist die ja, und ich habe wieder fest mitgetanzt und mitgeschwungen. Nein, ich muss sagen, aufpasst, dass man einen guten Sound hat, dass ihr alles versteht. Wie hast du Tanz überhaupt? Das ist auch für Arbeit, die man zwar nicht wirklich jetzt damit kriegt, aber die AFO. Ja, genau, das haben unsere Kinder erfunden. Wichtig ist, damit ihr uns gut versteht, damit ja, man auf alles, was ihr halt schreibt, immer wieder reagieren können. Da muss ich jetzt einmal aussehen, über, was man elektronisch, ein virtuelles Flussanschicken aus Eingang schon gesagt. Danke, liebe Schatzi, weniger reden. Ein Riesendank natürlich an die Musiker, die die Musik ausgesucht haben. Super tolles Programm. Ich hoffe, die Leute stärken fast jetzt da wieder. Von der Schweiz war ich so, alles rot und dann von Österreich, wo sie herkommen. Wirklich super hören. Aber wie gesagt, weniger sprechen, einfach zwei mehr Stunden spielen sitzen und wieder zu Hause fahren. Ja, und der größte Dank, der wichtigste Satz natürlich hier, weil wenn ihr nicht einschalten würdet am Mittwoch oder unter der Woche bei ECR-Radio, dann war das Ganze ja nicht so sinnlos, ja, irgendwie, man kann dazu nur. Und euch gehört natürlich auch ein riesengroßer Dank, dass ihr am Mittwoch immer hier bei uns auf der Kampf-Radio oder in ECR-Radio rund um die Uhr. Und dafür euch allen einmal für eure treue, freundschaftliche, riesen großes Dankeschön. Ja, und jetzt hätte ich mich fast ein bisschen verplaudert. Wir haben, glaube ich, 21 Uhr. Was ist da immer dran? Eckler, die Termine. Well, the truest test of a man's good name is acceptance of failure. And who's in a game with a smile? May I have your attention, please? Quiet ever building. Good evening. Stand by. One, two, was los? Country und Clemens Veranstaltung. Die Was, Wann, Wo. Countdown in 3, 2, 1. So, wir sind wieder bei den Terminen. Los geht's am kommenden Freitag, den 13. April. Und zwar Rudi Bieber, Groß Akustik, ab 21 Uhr im Casablanca. Das ist im ersten Bezirk, Rabensteig 8. Rudi Bieber, Groß Akustik. Ja, und auch am Freitag gibt es in der Brunnen-CD in Deutschland, und zwar eine Brunnen-CD-Line-Dance-Special mit Dado Eldorado Band. Live am 13. April 2018 in der Music Hall in der Brunnen-CD, Ecken am See. Ja, und auch am Freitag veranstaltet der Verein mit Musik zur Menschlichkeit eine Country Night. Und zwar der Rainer Lustrum, Lenny zugute, ist eine Benefizveranstaltung mit Gary Walker, Kenner Rose, Duke West, Kevin McDown, The Little National Band, Paradise of Horses, Line Dancer. Diese Veranstaltung ist allerdings restlos ausverkauft. Ist nur eine Information für euch, wie gesagt, es gibt keine Plätze mehr. So, und am kommenden Samstag, den 14. April, da ist einiges los. Da könnt ihr viele, viele Termine aussuchen, wo ihr hingehen möchtet. Und zwar Rudi Bieber gibt es da gleich zweimal. Und zwar das Rudi Bieber Trio gibt es im Zündberg, Karl-Ideen, der Nordbahn, Hauptstraße 1. Wie gesagt, von 13 bis 16 Uhr das Rudi Bieber Trio. Und das Rudi Bieber Trio gibt es dann ab 20 Uhr im Café Bebop. Seerstraße 39. Wie gesagt, ab 20 Uhr. Am Samstag gibt es aus Ungarn Dom Kontor live in Wien im Café Rendezvous. Ab 20 Uhr Quellenstraße 112. Dom Kontor live in Wien. Und über die nächste Veranstaltung am Samstag haben wir ja schon viel erzählt und viel gesprochen in unserer Live-Sendung heute vor einer Woche mit unseren Gästen Youngblood. Ja, am Samstag, den 14. April, gibt es Youngblood und Knut.
mit Couchgeflüster. Das Ganze ist im Kulturszene Kottingbrunn, Schloss 1 ins 2542. Kottingbrunn, das Ganze beginnt um 19.30 Uhr. Couchgeflüster mit Klangblut und Blut. Ja, und in Haag am Hausel im Ghost City Salon gibt es auch wieder am Samstag Live-Musik. Und zwar mit der Gruppe Route 25 aus Ungarn. Die Country- und Western-Freunde aus Ruckwald freuen sich auf euren Besuch. Einlass ist um 19.30 Uhr mit der Band Route 35. Bei den Churchville Cowboys gibt es auch wieder Live-Musik am Samstag, und zwar Beginn 20 Uhr, live on stage Mod. Das Ganze ist in 8132 Benneck-Mur, Kirchdorf 1. Bei den Churchville Cowboys, live on stage Country Lady Mod. Live zu hören und zu sehen gibt es am Samstag die Country Buskers, Kölb, Bier und Kultur, Hauptplatz 20 in 2100 Korneuburg, live on stage die Country Buskers. The Voice of Country, Franz Lippert, gibt es am Samstag, den 14. April, im Vereinslokal des VCWC, Neldreichgasse 78 im 10. Wiener Gemeindebezirk. Live on stage, Franz Lippert. Und das Ganze beginnt um 20 Uhr. Ja, und last but not least gibt es eine Country Night bei freiem Eintritt mit Michael Stone. Ja, und im Rahmen dieser Veranstaltung gibt es die CD-Präsentation 2018 mit der CD Best of Michael Stone. Eine Programmpräsentation sowie einen Line Dance Workshop. Das Ganze ist in 4484 Kronsdorf und beginnt um 19 Uhr. Wie gesagt, Michael Stone live on stage mit der CD-Präsentation Best of Michael Stone. Hey guys, hier ist Nico von der Hee Haw Picking Band aus München und ihr hört Country Radio Revolution mit Kurt Pinger und Sylvia Young auf LCR Radio. Take my heart, give time to
Ja, wie gesagt, wurde vorher schon angekündigt, die sind wir, glaube ich, mit oder nachgerechnet, ich weiß es nicht. Ja, liebe Freunde, Country, Vienna Country Weekend, Third Edition im August im Salon. Ja, wir sind voll restlos ausverkauft, Wahnsinn. Recht, recht herzlichen Dank an alle, die bereits Karten haben, die sind ja verschickt, eh schon brav die ganze Zeit. Ja, wie gesagt, wir freuen uns, wir hoffen auf Wetterglück, wir hoffen, dass es nicht regnet. Und was wir auch hoffen, ist natürlich vor allem, dass es nicht zu heiß ist. Weil frühes Jahr war, glaube ich, zwei Tage 40 Grad, 45 Grad, da war es warm, da hat es mir alle sehr, sehr leid getan. Ich würde sagen, wir spielen jetzt noch einen Song, liebe Freunde, und anschließend kommt wieder unser rosa Hut in Aktion. Und wir werden einmal die CD von Harry Kutscherer verlosen, ein Geschenk des Himmels. So, liebe Freunde, und jetzt brauche ich wieder meinen berühmten Trommelwirbel. Noch einen Applaus. Ja, wir haben einen Gast da und ich freue mich, dass sie jetzt da ist. Ihr hört jetzt auch ihre Stimme. Bist du munter, Schatzi? Die sind wir. Na, munter. Wie soll ich sagen? Erst einmal begrüße ich euch alle natürlich recht herzlich. Und dann muss das leiser sprechen. Ja, ich bin echt noch etwas erledigt vom Wochenende, weil 3 Tage, Madrid war sehr, Conte Sierra war stark, sehr, sehr, ja, es war eine wunderschöne Liebe dahinter und das haben sie echt in Perfektion gemacht. Ja, ich bin heute noch etwas müde, in der Arbeit auch sehr viel Stress, ja und deswegen habe ich mich heute ein bisschen zurückgezogen, außerdem musste ich ja posten, dass wir ausverkauft sind für den August und da muss man ja... Die Manuela Winkler ist in Irland und muss das Irland schaut sie heute ein bisschen. Dann haben wir noch einen Danisch alleine was machen. Ja, aber ich hoffe, wir haben das super über die Bühne gebracht. Und du hast nicht zuletzt erzählt, dass ich Flugangst habe oder so. Naja, wenn mir wer gefragt hat, warum du nicht da bist, habe ich gefragt, dass du Angst hast. Ich finde das einfach so gut, wenn die irgendwo hinfahren. Man lügt ja nicht. Genau. So, liebe Freunde, und jetzt kommen wir aber zum... versprochen haben, Live-Einstieg. Das heißt ja. Einstieg. Das macht mich gleich nervös auch noch. So, wir verlosen jetzt, liebe Freunde, eine brandneue CD. Das heißt, offiziell, du musst nur sagen, wenn du live bist. Ich habe jetzt da über den Schauen da auf das Ding. Und wie gesagt, wir haben jetzt eine CD hier in Händen, die ich bekommen habe per Post von Harry Kutscherer. Lieber Harry Kutscherer, solltest du uns zuhören, möchte ich mich auf diesem Wege ein bisschen nochmal recht, recht herzlich bedanken. Und die, was jetzt auf Facebook sind, die lieben Freunde, folgt mir jetzt dann Livestream ab. Ich sehe zwar jetzt noch nichts. Oh ja, jetzt sind wir da. Ihr seht, ich weiß nicht, wie wir sehen jetzt da. Ich habe mich jetzt Also ihr seht, ich bin da heute relativ relaxed hier mit meinem neuen Cowboy-Hut.
wenn man da geleistet hat, wirklich ein recht auf die ganzen Session der Katharina, war die nicht so, ich glaube, er hat das so aus. So, liebe Freunde, hier ist sie, die brandneue CD. Die ist eigentlich, wie gesagt, das ganze Lied dieser Wahrheit, weil die Ehre und Freude, diese CD umzugehen, die möchte ich dir in Halle Kultur überlassen. Und am 22. April wird das sein, bei uns in der Gruppe ist es schon hier. Aber ihr könnt es nicht hören wollen, oder in Halle Kultur. Weniger sprechen, weil ich habe mir sehr viele Lieder vorbereitet. Jetzt kommen wir zu unserem berühmten Rosa Hugo, der wieder gefunden. Ich habe heute die große Ehre und Freude, ich glaube, das erste Mal heute, der ich Glücksengel spiele. Ich darf das Glück, und das ist das Fass, das ist das Haus. So, ich ziehe jetzt noch seit Anspannung. Ich habe einen gezogen, ja. Ich habe nämlich, ich möchte nur mehr sagen, das bin nicht in meiner Laufe, ich 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 bin nicht in meiner Laufe. Liebe Freunde, ihr glaubt nicht. Also, ja, da sind so viele Freunde drinnen, die sollten mitspielen, das erste Mal mitspielen haben, noch nie mitgespielt haben. Und ich habe, glaube ich, vorgestern Fotos bekommen aus Deutschland, wo das ACD-Trip von Hagen ausgespielt wurde. Das ist besser als Schweiz. Viel besser. Ich kann nichts dafür, liebe Freunde. Nein, wir natürlich wieder für die Vanessa wünsche ich dir wirklich viel Spaß mit der CD. Es wird sie nicht mehr ausgeben. Wir haben halt im Öffnen gerade nicht so gut, ja, 22 Minuten. Aber ansonsten, ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen warten und ein bisschen sagen, jetzt haben wir nicht genug, haben wir ja wieder ein CD von 5, sogar noch wieder was weißt. Von Working on the Railroad, die ja bei uns hier live sein werden. Und da bist du sicher auch wieder dabei, falls du überhaupt viele bist, weiß ich nicht. Alle anderen bitte nicht böse sein. Weiterschreiben, schickt es mir privat noch richtig. Es geht alles mit rechten Dingen zu. Und schickt es uns auf. Und natürlich für unsere deutsche Freunde, Passwörter, Kennwörter. Und ihr spürt es wieder mit. Wir halten euch die Daumen und ich bin extra für euch heute verkleidet. Ja, die werden jetzt veranstalten. Gratuliere nochmal der Vanessa. So. Was mich ganz besonders freut, wenn ich das vielleicht erwähnen soll. Rain's beating down on the brim of this old faded John Deere hat. Out of time to my name, she's used to living better. There's plenty of guys who are standing in line, who give her all the things I couldn't in this lifetime, and that's enough. You get me off her mind. I don't wanna hurt her. It's
Das ja, und so wie man halt schon so beim Revue passiert, mit zwei Songs vertreten, möchte man es nicht nehmen lassen, wir bedanken bei heute auch wieder mit der zweiten so viele Song Veranstaltungen, zwar mit so wie immer, also kommenden Samstag, 6, 7 oder 8 Silberdollar aus Wien. Und wir können natürlich nicht überall sein, obwohl wir natürlich gerne überall wären, das ist ganz klar. Aber eines ist nicht ganz wichtig, es sind so viele Leute unterwegs, immer wieder Fotos groß, so wie jetzt gerade die Linde Public Track. Wenn ich die Fotos sehe von Veranstaltungen, wo wir nicht waren, dann möchte ich mich recht, recht herzlich bedanken. Ich tue euch natürlich flattern. Das heißt, ich nehme eure wunderschönen Alben, tue die bei uns in die Gruppe Country Wedding Revolution posten und dann sehen unsere Freunde, die auch vielleicht nicht dort waren, wer dort war, wo es war, wie die Stimmung war, wie der Abend ist. Und ich möchte mich bei denen bedanken, die Fotos online stellen. Weil ich da die wenigste Arbeit, die ich kriege, auch noch auf keinen. Aber das ist ja für euch. Und ich sage, da möchte ich mich auch bei allen bedanken, die das immer wieder uns dann sagen. Danke, dass wir das geteilt haben. Aber die Fotos natürlich auch ein bisschen auf Facebook verbreiten. So, wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit, liebe Freunde. Jetzt vergeht er heute schon wieder wie im Flug. Also, wenn ihr noch was wissen wollt, ich werde versuchen, das nicht so lange zu beantworten, wie die Frage von der Vanessa. Aber das war natürlich eine Sache, wo ich wirklich, ich glaube, jetzt 2 Stunden drüber reden kann. Und ihr wisst ja, heuer im November, ich weiß jetzt gerade das Datum auswendig, genau, ich glaube, am 24. haben wir ja wieder eine große Feier, eine LCR-Radio-Session-Feier mit New West und vielen, vielen Musikern und Künstlern. Wir werden jetzt natürlich noch rechtzeitig alles posten und teilen. Und alle Musiker, die dann näher sind an dem Tag, die sind natürlich auch gerne eingeladen, hinzukommen. Veranstaltungen gibt es irrsinnig viele, nicht nur Landlines und Katalan, sondern auch klassische Country-Music-Veranstaltungen, wenn ich das eigentlich so sagen darf. Und im Mai gibt es wieder was ganz Großes, die Niki Nöstlinger. Ihr wisst ja, das ist wieder eine tolle Sache. Bad Ischl, da ist dann auch wieder so eine tolle Sache. Wir werden das auch so berichten. Und genau, die wären bei uns, was sich das alles entgeht. Und dann auch super tolle Musik. Münzbach und ich weiß gar nicht, ich traue mir gar nicht sagen, dass ich ja niemand ist. Und drum nochmal recht herzlichen Dank an alle, die mir die Termine posten, die wir dann immer brav verteilen können. Recht, recht herzlichen Dank euch allen. She was born in a house half a mile down the road from a city limit sign of a town called Little Hope. We fell in love and couldn't wait, so we set a date and went home to meet her folks. We were making our plans and she said, I want to take our vows in the little old church where I grew up. And I have to admit that I felt kind of nervous, but I laughed out loud when I read the sign out front. Well, how are we to know on the day that we married it would go from bad to worse? What do you expect when you tie the knot in the Little Hope Baptist Church? Well, it rained all day and the limo got stuck in the mud and the cake got ruined when the bridesmaids fought. And the best man violated his parole when he never showed with the wedding ring I bought. The gate came loose and the cows got out and the DJ quit and he knocked the whole tent down.
but I really had my doubts. Oh, how are we to know on the day that we married it would go from bad to worse? What do you expect when you tie the knot in the Little Hope Baptist Church? Church said it never would last. We were way too young, and it must be a sign from the Lord. They thought for sure that we were doomed, but our honeymoon turned out great in Pigeon Forge. We're still together after all these years, happy as can be, and our love's still growing strong. And to stand here today with her hand in mine, I got a smile on my face. Yes, we proved them wrong. But it might be true on the day that we married, things went from bad to worse. But now here we are, renewing our vows. Fest und fleißig und brav natürlich, nicht gedacht. Ja, liebe Freunde, nicht enttäuscht sein, wenn wir heute kein Live-Bands da haben, wenn ihr keine Live-Musik hört, nicht böse sein. Wir haben auch keine Wunschsendung, kein klassisches Wort. Ich habe versucht, mich in den letzten Stunden ein bisschen für euch vorzubereiten. Ich hoffe, es ist interessant für euch und für euch vergessen seid. Aber wie im Flug, da sind ein paar Informationen für euch dabei, die vielleicht wirklich auch interessieren. Und nochmal Glückwünsche an die Vanessa und ich glaube, ich werde für die jetzt sammeln ein paar Monate oder so und dann ein großes Paket schicken. Ansonsten nicht aufgeben, liebe Freunde, weiter schicken. Wir haben da einige CDs verlinkt, die wir in den nächsten Wochen immer wieder für euch dann verlosen werden. I'm gonna meet him at the big dance. We're gonna make a little romance. Do some loving in the moonlight. And everything will be alright. Well, but here I am. And he ain't nowhere around, but he ain't nowhere to be found. Me, oh my, oh me, oh my. He's my little jalapeno. Tell me now, have you seen him? He's my Louisiana hot sauce. And he just loving and just won't stop. Way over here.
Ja, Scooter Lee, vielleicht auch noch vielen sehr bekannt. Was mich einmal gefreut, dass natürlich die Hörer und ihr alle natürlich auch wirklich immer brav zuhört und mich ausbessert oder an was erinnert. Erstens einmal möchte ich mich bedanken beim Joachim, der mir so früh geschrieben hat, dass es stimmt, unsere Weihnachtsfeier mit New West ist am 24. November. Da werden wir dann noch genau posten, wie was man wohnt. Alle Musiker in der Gegend oder von weit weg. Kommt danach hier am 24. Wir machen da richtige Jam-Session. Ich verspreche, ich singe natürlich mit, wenn ihr spielt. Thank God for the Radio. Und eins ist klar, liebe Joachim, da hast du dich recht. Wir müssen erwähnen, Ischl, Münzbach und was da alles noch gibt. Eine Woche nach Ischl ist in Haag ein großes Country-Musik-Festival vom 25. bis 27. Mai. Eine ganz tolle Sache. Wer da überall dann genau spielt und wann das beginnt, was es groß immer hinkommt, wo es Zimmer gibt, da haben wir alles dann immer eine Woche vorher rechtzeitig für euch posten und teilen. Und wie gesagt, alle Veranstaltungen, die da jetzt nicht erwähnt, da muss ich böse sein, ich habe gesagt, das ist alles steckreif natürlich. Ich habe mich nicht so wirklich mit den Terminen noch so richtig eingelesen. Nicht böse sein, aber alles, was ich da so sage, ist momentan steckreif aus dem Kopf. Und ich begrüße einen ganz lieben Gast, den ich ja schon kenne, in Facebook seit wahrscheinlich Jahren. Dann ist schon wieder miteinander schreiben. Das erste Mal persönlich so richtig gesehen und getroffen und zumindest dann begrüßt haben wir uns heuer in Budapest beim Wild East Fest in Ungarn. Wirklich viel zum Reden sind wir nicht gekommen. Leider, was man eh lauter hat, aber ich freue mich, dass er immer wieder zuhört. Und jetzt ist er da, ich wusste, dass er ein bisschen später kommt. Darum haben wir natürlich mit dem nächsten Beitrag ein bisschen gewartet. Herzlich willkommen auch Paulo Gomez. Ja, du bist ja auch ein begnadeter Tänzer und ein Choreograf. Und du hast ja schon einige Tänze uns geschickt, die wir dann immer wieder gepostet haben. Und deinen neuesten Tanz, den hast du uns jetzt da auch geschickt. Und ich muss sagen, mir gefällt er sehr gut. Und ich bin, wie gesagt, kein Tanzkönner oder Kenner. Ich kenne mich da zu wenig aus. Aber das Lied ist einmal ein Wahnsinn, das gefällt mir irrsinnig gut. Und der Tanz ist sehr, was ich sagen soll, harmonisch. Und ich glaube, das war sogar einer, lieber Paulo, wo ich mir sogar trauert, vielleicht den auch zu lernen. Der Song, den du ausgesucht ja, hast, ist Everything to Lose by Sundance Head. Und ich habe heute von dir schon erfahren, dass er dir der Sänger mehr oder weniger geschrieben hat. Und er hat ihm der Tanz angefallen und er natürlich sehr stolz und sich sehr freut, dass du sehr Lied genommen hast zu deinem neuen Tanz. Und ich muss sagen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass du sehr gerührt warst und alle haben ihre Hände rausgenommen. Das ist sicher eine tolle Sache. Der Tanz von dir, Paulo Gomez, der neue Tanz heißt Everything to Lose, 48 Counts, 4-Wall, Intermediate. Beim Tanz an sich kann ich ja nicht bitte, man beachte mein Perfect English. Es gibt ja von Paulo, der hat ja leider gepostet, die PDF. So, der nächste Wunsch, da glaube ich, was die Silber wieder bekommt. Entweder beim Sander Gomez auf der Seite direkt runterladen oder wir haben es auch schon geteilt und ich bei unserer in der Gruppe bei Perl, der davor sitzt. Ja, und ich würde sagen nochmal, freut mich, dass du da bist, Paulo. Danke auch für deine lieben Worte, die man da im schreibst und jetzt wünsche ich euch allen einmal viel Spaß und du, lieber Paulo, nicht sitzen, aufstehen, jetzt kannst du zu deinem eigenen Tanz, zu deinem Lied einmal tanzen und wirklich gratuliere, toller Tanz und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg damit. So, das neue Lied, also so wie spielst du das Lied zum neuen Tanz von Paulo, Everything to Lose by Sundance. To gig in a hometown bar, strumming free bird on a steel guitar. Brother played drums to Tim McGraw on the dance. Once I was a gypsy soul, rebel born to rock and roll, looking for an open road, spread my wings and fly. Freedom was another town, lift them up and bring them down. Another song, another round. Yeah.
Come on, everybody, let me take you back. Yeah, let me take you back when you feel like that. Don't take you back that way. Ob jetzt noch schön tanzen, das war ein Ziel, aber die Kunde von Tanzspielen, Bettel, aber durch die Zeit, und wir haben viel Spaß beim Lernen und beim Zuschauen und beim Mitüben. So, weiter geht's mit guter Musik bei den Silberspann. Ich rede halt schon wieder ein bisschen zu viel. Also dann, ja, und die Marina C. hat vor einigen Sekunden das Video geteilt, vor einiger Zeit angesprochen, aber es war Daniel D. Coates und wo sie sitzen so auf diesem wunderschönen alten Klavier, das da Mann für die Auto. Ja, sie erhört die Lichtkarte, die Eier schon gewusst haben. Heard a bell sad to the land of the pines. Come on my way into North Carolina. Staring up the road, pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours. Picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for a rally so I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Yeah, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, hey, yeah, mama, rock me. Town string band. My baby plays a guitar. I pick the banjo now. Open North Country winters keep by getting me down. I lost my money playing poker, so I have to believe. But I ain't turning back to live that old life no more. Yeah. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me. If I die in rally, at least I will be free. Freunde, Mama Rock Me, Mama Kapalan, Daniela Bartos. Es gibt natürlich auch tolle Sachen in
neu dürfen, da freut mich sogar ein, glaube ich, im Herbst von Österreich. Wie wir das erste Mal überhaupt in Österreich haben, in Österreich. Stadtendorf, auch schon demnächst. Dort dürfen wir vielleicht sogar moderieren wieder, was mich sehr freuen würde. Dort gibt es auch vielleicht eine Modeschau wieder rum, Fashion bei Katharina und. Wie gesagt, nicht böse sein, liebe Freunde, wenn ihr hingehen könnt. Wenn ihr wollt, dass wir wieder gehen. Can't buy love, you can buy affection.
all gone, you're headed for the door. One thing, things sure is funny. My whole week's pay becomes your money. No cash, no sex, no going out on the town. My bank account is low, but our love sure can't grow. And it won't be long to drive around. Anymore. I know it may sound sad, but you know what's really bad. When it's all gone, you're headed for the door. Well, now go try your hand on a rock and one night stand. Just to find out that's all it's gonna be. Just to get her in the bed. Like it's growing on a tree. Money can't buy love, but it can buy affection. I can't tell the difference anymore. I know it may sound sad, but girl, what's really bad? And it's all gone, you're headed for the door. Kurz noch eine Werbung in eigener Sache. Im April haben wir ja kein Country Feeling, aber im Mai wieder. Und zwar am 11. Mai gibt es wieder ein Country Feeling mit CQR, Cider, Quota, Rebels. Liebe Freunde, wenn ihr Lust habt, Zeit habt, Interesse habt, bitte reservieren, dann kommt ihr zu uns und könnt uns gerne besuchen. Würde uns sehr, sehr freuen. Und alle, die schon reserviert haben, natürlich recht, recht herzlichen Dank. Freut uns sehr. Was ich auch noch sagen will, die letzten Minuten, was mir so am Herzen liegt, es sind ja so viele Workshops, wir haben ja früher gesprochen, speziell im Katalan-Bereich, wo ich ja da sehr mit meinen jungen Kids dabei bin und meinen jungen Damen. Ich bewundere an jeden Choreografen. Also angefangen von, ich sage einmal, die jeder da kennt, weiß ich nicht, Bruno Moccia, Virginie, die Silvia, Lilian Mario, der Paulo Gomez. Ich bewundere euch alle. Also wie ihr das macht, wie ihr das schafft, für mich ist das immer ein riesengroßes Fragezeichen. Aber wenn ich meine Kinder beobachte, also meine jungen Damen, wie die, also, die machen in 2 Stunden oder Tanz diskutieren, auf einmal nach 2-3 Stunden ist der Tanz halbwegs fertig. Ich bewundere das einfach, dass eigentlich was einfällt, weil mehr als erfinden Schritte kann man ja fast nicht mehr. Und ich muss auch sagen, Hut ab, was ihr da alle leistet, ein Wahnsinn, taugt mir voll. Und ich muss sagen, was mir auch gut gefallen hat, letztens im Neudörfel war ja die Virginie. Und es gibt natürlich immer wieder neue Freunde, die das entdecken und dazu kommen zum Tanzen. Und da gibt es einen Tanz, der ist jetzt schon 4 Jahre alt, 3 Jahre alt, Tanz mit Snatterschlangen, ich weiß es nicht, wie alt er ist, aber das war der Stomp von der Virginie, der damals ja von allen getanzt wurde. Und beim letzten Workshop, wo die Virginie war, war ich leider für uns den Stomp auch noch mal herzagt. Und ich muss sagen, war natürlich so hat mir einfach gefallen, wieder mal einen sozusagen alten Anführungszeichen Tanz wieder einmal zu sehen. Und den Stomp, der gefällt mir eigentlich noch immer. Und ich weiß nicht, jeder wird mir, glaube ich, erkennen. Das wird mich euch nicht vorenthalten. Ich sage das Dorn von der Vision.
watching people dancing in the line while I'm talking to this long neck bear. Throw me out there on the floor. I'll show them all a thing or two. Walk my natürlich der Joachim Sonnendorfer nur so brav zuhört, dann darf man natürlich auch gehört, seine Veranstaltung nicht vergessen. Wir die Country Weihnachten nächstes Jahr im Herbst. Und das ist ja wieder eine ganz tolle Sache. Da freue ich mich schon jetzt drauf, weil da haben wir natürlich ja, wisst ihr, unseren gesagt, berühmten wir weißen Weihnachtstrack. Frohe Ostern, Happy Easter. Versteigert wird. Und ganz und wichtig. Mittlerweile muss ich sagen, über Joachim ist er schon recht voll mit vielen Unterschriften und ein riesengroßes Backerl. CDs ist natürlich auch schon dabei. Aber auch diese Veranstaltung, wie so viele andere, die bitte, da schaut mir nicht, wenn ich irgendwas vergessen habe. Es ist, wie gesagt, so viel los, man kann sich einfach nicht alles merken. Und darum ist eure Mithilfe gefragt. Schickt eure Termine und wir werden die sehr gerne immer wieder am Mittwoch vor der Veranstaltung promoten und immer wieder für euch gerne. Sing a country tune. My friend's still on my own. Barney still crying all alone. Sit back, relax, and let the music swing. It's about time to let the fun begin.
The party got started and it's going home. The girls are here and they're putting on the show. Everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done. Everybody in here singing along. All the girls are dancing to the beat. Two-step turn around and stomping their feet. The guys talk about rodeos and pickup trucks. Looking at women and their butts. We tell fishing stories that no one believes. We barbecue and we drink a whole lot of beer. The party's got started and there's no one going home. The girls are here and they're putting on a show. Everybody's having fun and a good time. The party's at the farm and there's no one going home. There's a party at the farm, let's get it all done.
Sachsen, die haben sogar durchgeführt, dass sie die Beiträge und die Worte und so werden wir wieder einige Videos und wenn wir andere, wo wir nicht sind, weil es so viel los ist, die Worte werden uns mal wieder schicken und weiter verteilen, dass alle, die mir zeigen können und sich was gut natürlich auch sehen, was wo so los ist. Ja, liebe Freunde, nochmal recht herzlichen Dank für den Schatz, die mir da wieder ziemlich unterstützt hat. An den Regenerator, ich hoffe, dass ihr trotzdem noch häufig was verstanden habt und gehört habt. Mir hat es gefreut, dass ihr da wart. Nochmal ein super Tipp, Fußballe an euch alle. Ja, heute in einer Woche haben wir wieder Band hier live bei uns im Studio und zwar Working on the Railroad an der Spitze. Der Harry, der war hier auch schon einmal bei uns in der Sendung, der Schlagzeuger, der Harry. Ja, wie gesagt, Working on the Railroad, da gibt es sicher wieder einiges für euch live und 3 CDs könnt ihr gewinnen. Losungswort bitte an mich schicken, Railroad, und ihr seid schon wieder in unseren rosanen Hut und die Vanessa darf selbstverständlich wieder mitspielen. Ganz klar, allen anderen halte ich den Daumen, die Chance ist ja diesmal größer, es sind ja diesmal dann nächste Woche 3 CDs. Ja, in diesem Sinne nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Super Dicks Busserle, hoffe es hat euch gefallen und wisst ihr, das Allerwichtigste natürlich, die gesund sind, am schnellsten Weg wieder, na, fort. Ich nehme das jetzt wirklich einmal auf. Die